Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu den Nachrichten. Nicht nur das politische Berlin fragt sich, was Hans-Georg Maaßen mit seinen Äußerungen bezweckt. Unter anderem geht es um die Echtheit eines Videos aus Chemnitz. Das stellte der Chef des Verfassungsschutzes ja in Frage und sprach sogar von möglichen gezielten Falschinformationen. Aber wie die Welt erfuhr, hatten seine Fachleute zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts überprüft. Achim Unser mit den Einzelheiten. Der Bericht des Verfassungsschutzpräsidenten liegt ihm längst vor. Doch äußern will sich der Bundesinnenminister zum Thema Maaßen am Morgen nicht. Ich sage nichts. Es ist auch ärgerlich. Erst prescht Hans-Georg Maaßen vor, dann zieht er halbherzig wieder zurück. In seinem Bericht an den Bundesinnenminister hat Hans-Georg Maaßen seine Interviewaussagen angeblich teilweise entschärft. So habe er nun doch keinen Zweifel an der Echtheit des Videos, das eine Verfolgungsszene in Chemnitz zeigt. Allerdings halte es Maaßen für unseriös, daraus den Vorwurf einer Hetzjagd zu formulieren, wie es die Medien und Merkels Regierungssprecher getan haben. Dabei hätte niemand die Quelle des Videos, einen Account namens Zeckenbiss, einschätzen können. Gerade als Präsident des Verfassungsschutzes hat er natürlich Unsicherheit geschaffen, dort, wo er eigentlich Sicherheit hätte schaffen müssen. Angeblich habe der Verfassungsschutz vor Maaßens Äußerung überhaupt nicht geprüft, ob das Video echt sei. Kritik an Maaßen gibt es nun auch aus den Reihen der CDU. So stellt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet klar, Verfassungsschützer sollen Verfassungsfeinde beobachten und nicht der Bild-Zeitung Interviews geben. In der SPD fordert man von Maaßen Beweise für seine Interviewbehauptungen. Andernfalls müsse das Konsequenzen haben. Jemand, der Verantwortung als Behördenchef trägt, muss immer die Fakten auf den Tisch legen, weil es sein Kerngeschäft ist, um Sicherheit zu gewährleisten. Wenn er das nicht kann, ist seine Eignung eindeutig in Zweifel zu ziehen. Die Grünen-Spitze wirft Maaßen mangelnde Loyalität der Kanzlerin gegenüber vor. Lediglich Boris Palmer, der grüne OB von Thüringen, stellt sich hinter den Verfassungsschutzpräsidenten. Er schreibt, wem glaube ich jetzt eher, Antifa Zeckenbiss oder dem Präsidenten des Verfassungsschutzes? Morgen muss Maaßen vor dem parlamentarischen Kontrollgremium Rede und Antwort stehen. Danach folgt der Innenausschuss des Bundestags. Für den Verfassungsschutzpräsidenten wird das ein ungemütlicher Tag. Und das ordnen wir ein mit Michael Wüllenweber im Bundestag. Was ist denn jetzt schon genau durchgesickert von Maaßens Bericht? Ja, er will sich in erster Linie falsch verstanden sehen. Das ist so die Botschaft dieses Berichtes, zumindest die Botschaft dessen, was wir meinen zu wissen, was geleakt worden ist. Also er bezweifelt nicht mehr die Authentizität dieses Videos, sondern stellt darin dar, dass die Medien auch unsauber gearbeitet hätten, weil sie ja ohne zu wissen, dass dieses Video nun authentisch ist, es nun auch on air gebracht haben. Das ist zumindest so zu lesen. Und das ist natürlich dann auch Wasser auf die Mühlen all derjenigen, die so oder so kritisch den Medien gegenüberstehen. Das geht vielleicht dann Richtung auch Lügenpresse, so könnte man es interpretieren. Das ist auch ein gravierender Vorwurf im Übrigen. Und natürlich auch bleibt im Raum stehen, dass er der Bundeskanzlerin natürlich auch dann indirekt diesen Vorwurf macht. Patrick Sensburg, Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium für die CDU/CSU. Er sieht eigentlich diese Äußerungen dann nicht als so gravierend an. Mit ihm habe ich mich unterhalten und er glaubt auch nicht und will auch nicht, dass Konsequenzen gezogen werden. Es ist schon beeindruckend, dass dieses Video am Anfang keine Sequenz enthält, am Ende nicht. Wir sehen nur den Mittelteil. Da wüssten wir natürlich auch gerne, was ist vorher passiert, was ist hinterher passiert. Dass es auf einer sehr speziellen YouTube-Plattform erschienen ist, nämlich auf Antifa Zeckenbiss. Auch das ist jetzt kein Klarname. Da möchten wir gerne wissen, wie ist dieses Video von wem zustande gekommen? Warum ist es übernommen worden? Ist es möglicherweise übernommen worden, um noch mehr Protest, um noch mehr Eskalation zu erzeugen? Das ist ja das, was Maas auch vermutet hatte. Also von daher müssen wir nicht belegen können. Ja, er wird uns da erklären müssen, welche Erkenntnisse der Verfassungsschutz oder Maaßen selber hatte. Und von daher werden wir uns auch dieses Video eben noch einmal genau anschauen müssen. Ich glaube, das waren die Gründe für Maaßen zu sagen, an der Authentizität habe ich Zweifel, weil nicht zu erkennen ist, was ist vorher, was ist nachher passiert. Aber er schüttet doch Öl ins Feuer. Er sagt doch klar, die Medien haben versäumt, die Authentizität zu überprüfen. Er selbst hat die Authentizität nicht überprüft. Er zweifelt aber daran, an der Seriosität
schüttet Öl ins Feuer, damit all derjenigen, die die Presse in Deutschland schon als Lügenpresse verunglimpfen, und damit nicht genug, sondern er schießt auch damit, gewollt oder nicht, gegen die Bundeskanzlerin, die ja den Begriff der Hetzjagd ebenfalls in den Mund genommen hat. Ja, meines Wissens hat bis jetzt noch keiner den Verfasser, denjenigen, der die Videoaufnahme getätigt hat, gefunden. Noch keiner hat erkannt, was ist vorher passiert, was ist nachher passiert. Und das ist natürlich schon besonders, dass wir nicht wissen, wie ist dieses Video zustande gekommen. Es zeigt nur einen Ausschnitt. Ausschnitte können sehr schnell einen falschen Eindruck erwecken. Darauf wollte Maaßen wohl hinweisen, ob er das in einer glücklichen Weise gemacht hat. Das kann man dann unterschiedlich bewerten. Aber ich glaube auf keinen Fall, dass er Öl ins Feuer gießen wollte. Er wollte hier klar machen, aus so einem kurzen Ausschnitt kann man kein Gesamtbild bekommen. Und es hat schon eine gewisse Tendenz, wenn das ausschließlich auf einer Plattform Antifa Zeckenbiss veröffentlicht wird. Also die Weise war sicherlich nicht glücklich, denn in der Opposition bleiben ja die Vorwürfe im Raum stehen und auch der Ruf nach Rücktritt bzw. Rausschmiss. Und Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vertraute der Bundeskanzlerin, Generalsekretärin der CDU-CSU, die hat ja gestern selbst von einem gravierenden Ereignis gesprochen, wenn er das nicht belegen könne. Er kann es wohl offensichtlich nicht belegen, seine Ursprungsvorwürfe. Also das kann man auch dahingehend interpretieren, dass dann aus der Unionsführung oder aus dem Kanzleramt doch dem Minister nahegelegt wird, sich von Hans-Georg Maaßen zu trennen. Noch ist das auf jeden Fall Spekulation. Aus der Seehofer selbst hat sich diesbezüglich ja noch nicht geäußert. Also spannend wird es morgen im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss. Und dann erwarten wir auch eigentlich dann alsbald eine Reaktion, eine konkrete von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Du wirst darüber berichten. Dankeschön, Michael Willenweber. Und nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen sind am Abend hunderte Menschen einem Aufruf der AfD zu einer Gedenkveranstaltung gefolgt. In einem Trauermarsch zogen sie vom Marktplatz zu der Stelle, an der der junge Deutsche am Samstagabend mit mehreren Männern aus Afghanistan in Streit geraten war. Kurz danach verstarb der 22-Jährige, vermutlich an einem Herzinfarkt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, aber die Veranstaltung blieb ruhig. Zuvor waren auf einem Parkplatz 5 Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Fahrzeuge in Brand gerieten, wird noch ermittelt. Unklar ist auch, ob das Feuer mit den Protesten in Köthen in Zusammenhang steht. Paul Willmann hat das Ganze gestern und auch heute für uns beobachtet. Demonstrationen gab es ja auch nicht nur in Köthen. Welche neuen Informationen gibt es denn eigentlich zu den mutmaßlichen Tätern? Also es werden immer mehr Zeugenaussagen bekannt, leider nicht genau zu dem Vorfall, also zu der Sekunde, zu den Minuten vielleicht, in denen das Ganze passiert ist, sondern eher drumherum. Aus der Nacht eben dann, aus der folgenden, hat sich der Bruder eines der Tatverdächtigen inzwischen gemeldet, zu Wort gemeldet und hat davon gesprochen, dass sein Bruder wiederum ihn angerufen hat und ihm gesagt hat, es habe so wörtlich Stress mit Deutschen gegeben. Was er damit genau meint, aus welcher Richtung dann der Stress anfing letztendlich, das hat er nicht weiter ausgeführt. Und dass er eben aus dem Mund blute und aus der Nase blute und deswegen Probleme habe. Also insofern trägt man hier Stück für Stück immer weiter Zeugenaussagen zusammen, um so ein Gesamtbild zu bekommen. Aber die entscheidende Frage, wer ist hier auf wen als allererstes losgegangen? War es eine Hilfeleistung oder war es vielleicht auch ein eigenmächtiges Einschreiten? Die ist weiterhin offen. Sagt Paul Willmann, danke für deine Informationen nach Köthen. Und darüber sprechen wir auch mit Politikberater und Gründer des Meinungsforschungsinstituts Policy Matters, Richard Hilmer. Herr Hilmer, Auslöser für diese ganze Debatte auch um Maaßen sind ja die Ereignisse in Chemnitz und zuletzt Köthen. Wie gespalten ist denn unsere Gesellschaft? Sie ist leider gespalten und der Grund liegt in der Migrationspolitik. Das ist etwas, was die Bürger schon umtreibt, im Osten noch etwas mehr als im Westen. Aber das ist auch ein Thema, wir sehen es ja auch im Vorfeld, im Umfeld der Bayernwahl. Das ist schon ein Thema, was eben die Bürger ganz unmittelbar berührt. Und deswegen ist die Politik sicherlich gut beraten, das auch ernst zu nehmen und auf die Sorgen auch einzugehen. Rechtzeitig natürlich auch deutlich zu machen, dass eben die Auswüchse wie in Dresden in Teilen passiert, dass das nicht möglich ist. Aber umgekehrt auch eben Anteilnahme zeigen, wie es ja auch einige Politiker gemacht haben, und auch sozusagen deutlich machen, dass die Politik da durchaus auch nach wie vor die Kontrolle über die Verhältnisse hat. Ja, und die AfD, die instrumentalisiert ja die Geschehnisse, demonstriert Seite an Seite mit Pegida und Rechtsextremen. Parteichef Gauland hat sich in einer Pressekonferenz so geäußert. Wir haben im Bundesvorstand klar erklärt, dass wir
mit Pegida nicht zusammenarbeiten. Aber ich mache gar keinen Hehl draus, dass unsere ostdeutschen Landesverbände das zum Teil für Pegida Dresden, aber nur für Pegida Dresden anders sehen. Dass sie sagen, in Pegida Dresden, da sind viele Bürger dabei, die mit der merkelschen Flüchtlingspolitik unzufrieden sind und die Teil sozusagen der Opposition auf der Straße sind. Und mit diesen Menschen, die müssen wir auch gewinnen. Sie wissen, dass wir da auch unterschiedlich agiert haben. Jörg Meuthen und ich haben gesagt, mit Herrn Bachmann treten wir nicht gemeinsam auf. Und dabei bleibt es auch. Und wir werden den Versuch machen, natürlich auch unsere ostdeutschen Kollegen davon zu überzeugen, dass die Frage, mit Herrn Bachmann aufzutreten, halt sowohl in Dresden nützlich sein kann, weiß ich nicht, aber in Stuttgart schädlich sein kann. Die AfD verfolgt ihre berühmte Doppelstrategie und macht eine klare Unterscheidung zwischen Ost und West. Spaltet das das Land noch weiter? Also das zeigt auf jeden Fall, dass die AfD sich in dieser Frage sehr uneins ist. Sie muss auch aufpassen, denn was ihr mit Sicherheit nicht gut bekommen würde, wenn sie dann doch Anlass gibt, vom Verfassungsschutz auch beobachtet zu werden. Und die Nähe zu Pegida, die Nähe vor allen Dingen zu weiteren Organisationen, die noch ein Stück weit rechtsradikaler sind, die geben schon Anlass zur Sorge. Und in manchen Ländern wird ja auch schon einiges unternommen, um auch den Verfassungsschutz einzubeziehen. Ja, und auf der anderen Seite kritisiert AfD-Chef Gauland selbst die Organisation der AfD-Demos in Chemnitz und Köthen. Hören wir uns das mal an. Ja, es ist richtig. Wir müssen bei Demonstrationen, die wir organisieren, aufpassen, dass sich nicht Leute anschließen, die wir in keiner Weise dabei haben wollen. Ist das eine klare Abgrenzung vom Rechtsextremismus oder anders gefragt, wie nah ist die AfD dran am Rechtsextremismus? Also da gibt es schon ernstzunehmende Überschneidungen, gerade in Sachsen-Anhalt, Thüringen, auch in Sachsen. Da gibt es Zusammenarbeit und auch eine inhaltliche Nähe, programmatische Nähe mit Gruppen, mit der identitären Bewegung, die doch sehr eindeutig rechtsradikal sind und die auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das ist nicht ganz unproblematisch für die AfD. Da muss sie aufpassen. Das ist sicherlich auch so zu verstehen, dass Gauland hier diese Gefahr sieht. Die AfD versucht hier einen Spagat, der ihr möglicherweise auch letztlich ziemlich schaden könnte. Ja, aber sind es die Rechten, die einen Keil treiben, oder sind es die Linken, die versagen? Die AfD hat sehr unterschiedliche Strömungen. Sie hat eben auch immer noch die Wirtschaftsliberalen aus der Lucke-Zeit, aber sie hat eben auch den Höcke-Flügel, der schon sehr große Nähe aufweist, eben zu rechten, rechtspopulisten, rechtsradikalen Bewegungen. Und das ist eine Weile zu, kann man das fahren in dieser Form, aber irgendwann muss man sich ja auch entscheiden. Gauland hat hier ein klares Signal gesetzt, dass er zumindest es nicht befürwortet, dass eben Leute, die den Hitlergruß zeigen oder die ähnliche klare Positionierung, rechtsradikale Positionierungen vornehmen, dass das der AfD schadet. Aber ich weiß nicht, ob das überall so gesehen wird. Innerhalb der AfD gibt es sicherlich einige Gruppierungen, die nach wie vor die Nähe dieser Gruppen suchen. Ja, und dieses ganze Phänomen ist ja nicht nur in Deutschland zu beobachten. Das ist ja das große Problem, dass eben dieses Phänomen mittlerweile ein fast schon europaweites Problem ist. In Frankreich deutlich früher als in Deutschland. Jetzt in Schweden haben wir es gesehen. Die Themen sind immer relativ ähnlich. Migrationspolitik spielt meistens auch eine gewisse Rolle, aber insbesondere eben auch das Gefühl von einigen Bevölkerungsgruppen von der traditionellen Politik nicht mehr ausreichend verstanden zu wissen. Da ist schon ein Kern, wo die etablierten Parteien aufpassen müssen. Die sollten diese Bürger, die jetzt in Teilen, in großen Teilen eben auch AfD oder jetzt in Schweden, die Schwedennationalen, die Schwedendemokraten gewählt haben, nicht völlig aufgeben. Da sind nicht nur Rechtsradikale dabei, sondern das sind enttäuschte Bürger und die gilt es wieder zu gewinnen. Es scheint gespaltene Nation. Wie ist das denn wieder zu ändern? Was ist da möglich? Man muss vor allem Ruhe reinbringen. Das ist ganz wichtig. Ich denke sozusagen diese Hassparolen, die wir gesehen haben in Chemnitz, mit eben umgekehrt dann sehr moralisierenden Positionierungen zu versehen, das hilft dann nicht unbedingt weiter. Es muss mehr Ruhe einkehren, Sachlichkeit. Das ist Wesen von Demokratie, dass man Argumente auch austauschen kann, dass man durchaus den anderen auch mal ernst nimmt. Die AfD sitzt im Parlament, da kann man sich mit ihr auseinandersetzen, dann kann man ja auch die Grenzen aufzeigen. Das tut Not.
Not. Und das ist auch wichtig für die Demokratie, denn es muss immer wieder eine Verständigung geben, auch wenn sie manchmal extrem schwer fällt. Danke für Ihren Besuch, danke für Ihre Einschätzung. Danke, Helmer. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, die Hartz-IV-Monatszahlung 2019 auf 424 Euro zu erhöhen. Damit steigt der Regelsatz für Erwachsene um 8, für Kinder um 6 Euro. Insgesamt belaufen sich die Mehrausgaben für Hartz-IV-Zahlungen auf 480 Millionen Euro. Das entspricht einer Erhöhung um 2%. Maßgeblich für Fortschreibung ist der Regelsatz die Preis- und Lohnentwicklung. In Deutschland beziehen rund 6 Millionen Menschen eine Hartz-IV-Grundsicherung. Ryanair streicht für diesen Mittwoch, also morgen, 150 Flüge von und nach Deutschland. Der irische Billigflieger hingegen droht mit Stellenabbau in Deutschland, falls es weitere Pilotenstreiks geben sollte. Solche Arbeitskampfmaßnahmen würden zur Streichung von Standorten und Stellen für Piloten und Flugbegleiter führen, das erklärte Ryanair. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi hatten am Montagabend zu einem 24-Stunden-Streik ab Mittwoch aufgerufen. Die Verträge sind unterschrieben. Deutschlands letzte große Warenhausketten Karstadt und Kaufhof schließen sich zusammen. Die Fusion und die damit einhergehende Bündelung von Einkaufsmacht soll für bessere Konditionen bei Lieferanten sorgen. Denn die Situation ist kritisch. Der Kölner Kaufhof-Konzern kämpft mit Umsatzrückgängen und roten Zahlen. Karstadt hat nach einer harten Sanierung gerade erst die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Fusion müssen die zuständigen Kartellbehörden noch zustimmen. Wir schauen zu Johanna Klar von der Aktionär TV in Frankfurt. Gibt es denn irgendwelche Reaktionen an der Börse auf diese Meldung? Naja, gerade dieses Thema ist jetzt nicht unbedingt das, was den DAX nach oben oder nach unten treibt. Trotzdem sehen wir heute negative Vorzeichen beim deutschen Leitindex. Wir sind zwar über der Marke von 12.000 Punkten in den Dienstag gestartet. Da hatte man noch die Hoffnung, dass es tatsächlich etwas Schwung gibt aufgrund der baldigen Einigung bei den Brexit-Verhandlungen. Aber die Krisenherde, die wir nach wie vor seit Monaten haben, brodeln weiter. Und die Experten sagen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis eben die nächste Eskalation, sei das bei den Schwellenländern oder auch bei den Handelskonflikten, wieder aufbrechen. Dementsprechend haben wir den DAX aktuell 0,7% im negativen Bereich, ganz knapp unter der Marke von 11.900 Punkten. Bei 11.800 Zählern liegt eine wichtige Unterstützung, die es jetzt erst einmal zu halten gibt. Schauen wir uns die Einzelwerte an, starten mit den größten Verlierern. Bayer ist heute tiefrot eingefärbt, denn die Analysten senken den Daumen. Man ist weiter skeptisch, gerade nach der Monsanto-Übernahme, dass es eben noch weitere Probleme, noch weitere Geschäftsfelder mit Problemen geben kann. Infineon etwas schwächer, aber auch Munich Re, die Rückversicherer insgesamt, denn wir erwarten ja einen Hurricane an der Südostküste von den USA. Außerdem Continental und Heidelberg Zement unter Druck. Gewinner gibt es aber heute auch. Die Versorger sind etwas stärker aufgestellt. Wir haben steigende Strompreise und das honorieren heute auch die Analysten. Dementsprechend haben wir hier E.ON mit unter den Gewinnern. Außerdem noch Vonovia, Linde und Merck etwas stärker aufgestellt. Johanna, danke dir nach Frankfurt. Die kanadische Küstenwache hat die Suche nach dem vermissten Daniel Kübelböck eingestellt. Ein Sprecher sagte, wegen der kurzen Überlebenszeit in dem kalten Wasser sei die schwere Entscheidung getroffen worden. Der Unterhaltungskünstler war am frühen Sonntagmorgen von Bord der AIDA Luna verschwunden. Vermutlich ist er ins Meer gesprungen. Angehörige und Freunde wollen die Hoffnung aber nicht aufgeben. In einer Stellungnahme auf Kübelböcks Webseite schreiben sie, wir denken mit all unserer Kraft und Liebe an Daniel und hoffen auf ein großes Wunder. Eine groß angelegte Suche nach dem seit fast 20 Jahren vermissten Mädchen Hilal aus Hamburg hat neue Erkenntnisse gebracht. Hat natürlich keine neuen Erkenntnisse gebracht. Die Aktion im Altonaer Volkspark wurde in der Nacht ergebnislos abgebrochen. Einsatzkräfte durchforsteten ein abgesperrtes Gebiet. Seit dem 27. Januar 1999 wird das damals 10-jährige türkische Mädchen Hilal vermisst. Hintergrund der wiederaufgenommenen Suche war laut Polizei ein Hinweis von einem Zeugen, der Angaben machte, wo das Mädchen möglicherweise verstarrt worden ist.
Die Bewohner der Südostküste der USA bereiten sich auf einen schweren Hurrikan vor. Der Wirbelsturm heißt Florence und wird vermutlich am Donnerstag vor allem den Bundesstaat South Carolina treffen. Die Bewohner verrammeln ihre Häuser und legen Vorräte an. Die Behörden forderten 1 Million Menschen, die direkt an der Küste wohnen, auf, sich in Sicherheit zu bringen. Mit Windgeschwindigkeiten von 225 Kilometern pro Stunde ist Florence bereits ein Hurrikan der Kategorie 4. Und er legt weiter zu. Soweit unser Nachrichtenüberblick für den Moment. Weitere Hintergründe wie gewohnt auf unserer Internetseite welt.de und dort auch im Stream. Bleiben Sie bei uns und bis später.